Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Goodbye Deponia. Wisst ihr noch? Weehawksche Nachlässigkeiten? Hier haben wir einen Kurbelauswurfknopf. Oh Gott. Wenn ich doch die Aufmerksamkeit hätte, die ich damals beim ersten Goodbye Deponia Let's Play gehabt habe. Oh mein Gott. Das wäre mir um die Ohren geflogen. Zu Recht. Sehr zu Recht. Aber ihr seid brav. Ihr werdet es mir nicht vorhalten, dass ich den Kurbelauswurfknopf übersehen habe. Was, wenn wir ihn mit dem Fez kombinieren? Hatte ich heute nicht schon genug Läuse im Mantel? Na gut. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Prima! Aber jetzt will ich auch den Fez haben. Steht der Deal noch? Na klar, du suchst mir einen neuen Partner und ich gebe dir meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision. Sauber. Prima. Na dann. Ich hab da, glaube ich, auch schon eine... Na los, ihr kennt das Spiel. Ja, genau. Ich hab da auch schon eine Idee. Ich sag nicht, dass es eine gute Idee ist, aber ich hab eine Idee. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Gun. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Ja, prima. Du siehst doch aus wie zahlendes Publikum. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Oi, Matey. Okay. Ja, dann ist das halt so, ne? Auf zum Rohrwald, denn ich glaube, ich kenne da jemanden, der ein geeignetes Publikum ist und außerdem über das nötige Kleingeld, beziehungsweise über alles Kleingeld hier verfügt, was es überhaupt hier gibt. Die Pfandhexe wollen wir mal nicht vergessen. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wisst man nicht. Hat keiner gesagt, dass es beide sind. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkastenmann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Es ist sowas von erniedrigend. Gucken wir uns das mal an. Oh, ja. Tanz, mein Äffchen! Tanz! Pfui, Spucke. Das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Aber du gibst sie. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Also, ich kann das erklären. Aber ich erkläre es erstmal dem Äffchen. Worauf wartest du? Nimm dir, was dir zusteht. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Das möchte keiner. Oh, sie tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotty gut? Naja, sie hat die 5 Slotty verdient. Fertig, aus. Was stehst du da so rum? Tu was. Es tut mir leid. Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau. Die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du
hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heiligt die Mittel. Was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Holy shit, Rufus. Das ist sogar für dich ein neuer Tiefpunkt. Ja, wir haben über kontroverse Szenen geredet hier in der Kanalisation und das ist mit Sicherheit eine davon. Wobei ich da ehrlich gesagt selber gar nicht so viel von mitbekommen habe damals. Ich gebe auch ehrlich zu, vor 10 Jahren, da hast du dir auch weniger dabei gedacht. Also zumindest ich tatsächlich. So über die Jahre kommt es einem da, Moment mal, diese Szene, da war was. Ja, nicht so ganz ohne. Aber was will man mal machen? Rufus wird ja hier zu keinem Zeitpunkt als der tolle Held jetzt hier dargestellt, der das hier arrangiert hat, sondern du merkst natürlich schon, das, was Rufus hier getan hat, war jetzt nicht so toll. Und wenn man sieht, wie Rusty ihn jetzt anschaut... So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pub. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los, haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder sie bringen uns richtig zu Bett oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Du tanzt ja immer noch. Ich brauche ja auch immer noch die Kurbel. Ja, aber ist es das wert, sich jetzt zum Affen zu machen? Du könntest mir die 5 Slotti auch einfach geben. Ich weiß nicht. Du tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotti gut? Alter Schwede, Rufus. Komm, gib sie ihr einfach. Nein, mir geht es ums Prinzip. Ich will hier ein Exempel statuieren. Außerdem ist diese Vorstellung doch nie und nimmer 5 Slotti wert. Alter Schwede. Nein, mir geht es ums Prinzip. Ich will außerdem... Oi, Matey. Mit solchen Typen kann man nicht die Na gut. Irisch. Zeit für euer Taschengeld. Wollt ihr euch mal ein bisschen Taschengeld verdienen? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterherzulaufen? Ja, so ähnlich. Dann nicht. Oh Mann, ey. Ihr seid aber auch Kletten. Aber ich glaube, ich weiß, wer die 5 Slotty gut gebrauchen könnte. Denn jetzt ist es Zeit für Teigtaschen. Teigtaschen. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen. Kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder im... Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Kikariki. Versuch doch mal, ihn aus- und wieder anzuschalten. Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Teigtaschen, Teigtaschen. Oh, guck mal, wie sie ihn gerade auch noch gedrückt hat. So schön. Aber wer würde Gronkh nicht gerne mal drücken, oder? Ja, okay. Wunderbar. Ich finde, der hat so eine geniale Sprecherrolle hier bekommen. Das ist richtig, richtig super. 4 XXL-Teigtaschen. Und die geben wir direkt in die Kanalisation. Da, wo Teigtaschen hingehören. Hey, seid ihr hungrig?
Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Oh Mann, typisch. Aber wenn wir schon mal hier sind, sollten wir noch nach einer Sache Ausschau halten. Na los, ihr kennt das Kusch. Genau, ihr kennt das Kusch. Nämlich den Heizstrahler, eine genau. Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Genau. Ja, ich glaube, Gun und Jun haben da erstmal keine Verwendung für, hä? Gott, wir haben den beiden echt das Leben versaut. Also nicht, dass es da noch viel zu versauen gegeben hätte, aber wow. Hey, wie wär's mit deinem Heizstrahler? Nein, ich sollte hier nicht mit irgendwelchen Friedensangeboten den Eindruck erwecken, ich würde von meinem Standpunkt abrücken. Sonst lernt sie ja nichts aus ihren Fehlern. Alter Schwede. Oh, je, je, je. Gut. Zeit für das Nachtlager. Wir legen jetzt erstmal unsere 4 XXL-Teigtaschen hier aus. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? Die sind riesig und richtig... Aber dunkel wäre es dann trotzdem noch. Ich hab die geile... Die sind... Aber dunkel... Hier, wie wär's mit dem Heizstrahler? Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Hey, Stromibert. Wie wär's denn mal hier? Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Wie wär's mit der unteren Steckdose? Das passt. Oh wei. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Und jetzt? Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Wie war denn das jetzt noch? Okay, also den Stecker kriege ich schon mal nicht mehr aus dem Steckplatz raus. Bleibt die Antennengabel irgendwo anders stecken? Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Allerdings, was ist aus den ganzen Stromumkehrern geworden, tatsächlich? Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Ja, es ist Zeit für eine richtige Stromspitze. Da gehört eine Sicherung oder was? Da gehört ein oder da gehört ein oder. Nein! Rufus? Aber die Gabel passt, leider bleibt sie nicht, sonst könnte ich. Warte mal. Das ist ja noch der Hebel, ne? Aha! Und jetzt? Aua! Aber. Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Oh, Rusty! So, Rotzis, Schlafenszeit! Aber es ist dunkel und kalt! Bittchen Angst! Oh, ey! Meckerkatze24.de. Aber wirklich? Kann ich den Fernseher anschalten vielleicht? Der Strom. Ah, warte mal, der Strom ist ja richtig. So. Einmal den Fernseher anschalten. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Tja. Hey Rusty, willst du mir mal ein bisschen da helfen? Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und
Wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Oh Gott. Ja, war ja. Ein kontroverses Spiel. Zumindest der Kanalisationsteil. Es ist einfach unfassbar. Oh. Oh, war ja. Aua. Hm? Sagtet ihr was? Pini Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Hey, die Sicherung ist endlich raus. Ja, perfekt. Oh, ist das schön. Was sagst du dazu? Von wegen Sicherung. Vor mir ist nichts und niemand sicher. Genau. Dann können wir doch jetzt die Sicherung nehmen und in die untere Steckdose. Jubel die Jaucht! Tada! Na, jetzt ist es doch warm, oder? So, Rotzi, aber... Na, na, na! Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch! Perfekt! Hey, cool! Ich weiß nicht, ich finde, der ist ziemlich sass. Hansel ist ziemlich sass. Verdammt, warum schlafen die Biester nicht? Es war wohl doch ein Fehler, Bosos Schlafgaspatronen komplett bei den elternlosen Entenküken zu verballern. Verdammt, es war... Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Die haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wie eine Calzone, ne? Das Monster hat mittlerweile auch ein bisschen was mitbekommen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Mhm. So, einmal für Hansel. Jetzt sieht er nicht mehr ganz so sass aus. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Hat er sich so Bisschen Angst, aber... Na, na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Oh Gott, das Schleimmonster, es ist einfach nur wundervoll. Es kann ja nichts Schlimmes passiert sein, oder? Also... Hey, ihr sollt schlafen. Wieso habt ihr immer noch die Augen offen? Wieso hast du immer noch die Augen offen, Schleimmonster? Eigentlich kann ja nichts Schlimmes passiert sein, oder? Gucken wir lieber nochmal nach. Na, hier ist alles in Ordnung. So muss das sein. Was ist los? Warum? Wir sind viel zu aufgeregt. Rippchen Angst. Die müssen uns erst eine schöne Geschichte erzählen. Au ja, eine Geschichte. Eine Geschichte. Alter, was denn noch alles? Ich weiß, wer euch eine Geschichte erzählen kann. Was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Der Gesichtsausdruck. Jetzt müsste doch alles okay sein, oder? Was
ist los? Wir haben Hunger. Om nom 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 nom. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Was kommt denn als nächstes? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Teilt euch Goalies Eimer. Es fehlt also immer noch was. Es reicht noch nicht aus. Ah, was haben die nochmal gebraucht? Irgendwas fehlte doch. So die ganz besondere Würze. Aber vielleicht kann ich sie trotzdem erstmal zurücklassen. Ich weiß noch nicht genau, was fehlt, aber wir müssten ja jetzt eigentlich auch in die Bar können. Dann gehen wir auch erstmal da rein. Hey, was soll das denn? Ja wie, was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber... Warum denn nicht? Ich... Ach du Hacke. Was hat das zu bedeuten? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Wir haben Hunger. Hunger? Das spricht sich Hunger, du Pflaume. Ich habe kein Geld mehr für noch eine Teigtasche. Oh. Mann. Was soll man dazu noch sagen? Diese Kinder, oder? Also mittlerweile kann ich es ja nachempfinden. Das konnte ich vor 10 Jahren noch nicht. Naja, wie dem auch sei. Dann machen wir hier erst einmal Schluss. Das noch fehlende Puzzleteil, das finden wir wohl im nächsten Part. Oh, ja. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin. Euer Weehawk.